Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute werden wir mal versuchen, das Spiel durchzuspielen, indem wir nur Superkisten benutzen. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich suche jetzt nach Kero. Wo ist denn der schon wieder, Alter? Okay, Kero. Wo bist du? Wieso bist du da oben? Ich hab dich direkt gefunden. Ich habe Angst, ich höre hier ganz eigenartige Geräusche. Das ist auch richtig, weil wir arbeiten heute mit Super-Duper-Chests. Ganz verschiedene Truhen. Und zwar, ihr kennt ja alle diese normale Truhe, die relativ langweilig ist. Hier ist sogar was drin. In der Truhe ist sogar noch eine Truhe drin. Wie geil ist das denn bitte? Aber um die geht es heute nicht. Ist denn in der Truhe, aus der Truhe auch noch was drin? Nö, scheinbar nicht, weil das wäre auch zu lustig gewesen. Doch, schau mal rein. Du hast was reingelegt, du Lügner. Noch eine Truhe. Und in dieser Truhe ist dann auch noch eine Truhe drin. Muss ewig so weitergehen. Nee, jetzt hast du die kaputt gemacht. Dann gibt's auf jeden Fall diese Truhen hier. Wie heißen die nochmal? Endertruhen. Okay, da ist nichts drin auf jeden Fall. Und dann, Leute, guck mal bitte, was wir für Truhen haben. Wir haben Diamanttruhen. Keine Ahnung, was die roten sind. Auf jeden Fall auch sehr selten. Genau, Redstone. Dann haben wir hier lila Truhen. Oh mein Gott, was ist das hier für eine? Da sind sogar irgendwelche heftigen Gegenstände drin. Wir können Anime-Truhen einfach finden. Erdentruhen. Und noch ganz viele andere. Hier ist sogar ein Zombie. Oh mein Gott. Lass mal nach unten gehen zu denen. Mal gucken, was die verkaufen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier gerade sind. Was ist das denn für eine Welt hier? Ey, hier sind Villager und böse Villager. Hallo, Villager. Was verkaufen die so? Böse Villager? Ja, die sehen böse aus, weil die Augenklappe haben. Ey, die verkaufen voll die krassen Sachen. Ein Neverite-Schwert, Diamantschwerter, Armbrust, Bogen und so weiter. Was verkaufen sie? Rüstungsteile. Oha, voll geil. Was verkauft der hier vorne? Okay. Der verkauft sogar Kisten, glaube ich. Kann das sein? Ja. Cool, ey, hier vorne ist schon eine Kiste. Ich habe die erste Kiste gefunden. Eine goldene Kiste. Was kann die? Direkt mal reingucken. Oh mein Gott, du glaubst es nicht. Alle Gegenstände in Gold einfach. Ich meine, diese Nuggets brauchen wir nicht, glaube ich. Aber wie geil. Ich habe einfach eine Sekunde gespielt und ich habe schon eine goldene Hose und ich habe schon goldene Schuhe dabei. Ey, du hast auch schon irgendwas gefunden. Du sammelst dir alles auf wie ein Staubsauger. Ja, natürlich. Hier ist doch eine Eistruhe. Boah, was kann die denn? Lass mal gucken. Aua, du hast Stäbel am Start oder was? Das tut doch weh, Mann. Da war Schnee und Eis. Wie unnötig. Okay, dann lass mal in die Mine reingucken, was es hier so gibt. Oh mein Gott, ich sehe schon Smaragde. Was ist das hier für eine Kiste, bitte? Eine Gamer-Chest. Okay, was ist da drin? Kohle, Diamanten, Redstone, Rohgold, Smaragde und noch mehr Kohle. Also ich glaube, an Kohle haben wir genug und Diamanten ist auch geil. Wir müssen irgendwie die Sachen abbauen, aber ich habe nur eine Goldspitzhacke. Ich brauche auch eine Eisenspitzhacke. Ich habe Knochen gefunden. Wow. Was ist das für eine magische Höhle hier? Hier ist sogar ein Portal. Und noch eine Kiste. Die Magma-Kiste. Was ist das? Ich habe ein Feuerzeug gefunden und Magma-Creme. Keine Ahnung, was Magma ist. Hast du gerade irgendwas gemacht? Nö. Das hörte sich aber ganz eigenartig an bei dir da. Ich habe nur die Kiste aufgemacht, sonst habe ich nichts getan. Okay, wir gehen das Ganze mal ein bisschen praktisch an, Leute. Wir holen uns noch kurz mal das Holz hier. Das brauche ich für Stöcke. So, ganz viele. Das ging auch super duper schnell. Dann gehen wir jetzt zur Werkbank und machen uns ein paar Sachen fertig. Und dann können wir das ganze Gold abbauen, die ganzen Diamanten, die Smaragde und gehen zurück ins Dorf. Ich sagte, die Villager haben uns voll im Griff. Die wollen einfach, dass wir die ganzen Sachen hier abbauen. Die haben selber keine Lust mehr. Bauen wir eben alles ab und dann gucken wir einfach weiter. Das kann noch ein bisschen dauern, Freunde. Hier ist wirklich viel an Dia. Guckt euch das mal an. Ist sogar noch Dia unter der Dia versteckt. Honneby? Ja? Hast du irgendwas anfackeln lassen? Nein. Bist du dir sicher? Wieso brennt hier alles? Hä? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur die abgebaut. Ey, Freunde, ihr habt es gesehen. Ich habe überhaupt nichts gemacht diesmal. Boah, hier liegen noch ein paar. Dank dir. Ja, ich habe 64. Perfekt. Lass mal ins Dorf zurückgehen. Ich will mit euch tauschen. Ey, du bist das. Du brennst die ganze Zeit alle Sachen, die ihr habt mit deinem Feuer. Na, hör mal. Nein. Okay. Er hat seine gerechte Strafe bekommen. So, liebe Dorfbewohner, was habt ihr denn alles? Was brauchen wir als erstes, Freunde? Wir könnten uns Essen holen. Wir könnten uns Tools holen. Was hast du für Rüstung hier? Dafür habe ich zu wenig Smaragde. Wir brauchen mehr Smaragde. Mit wem können wir Smaragde tauschen? Ach, dem Typen hier oben wahrscheinlich. Ich krieg für einen Diamant einfach zwei Smaragde. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht von dem Deal her. Wir haben ja sehr, sehr viel Diamanten. Ich mach mal kurz einen Stack voll. So, fast geschafft. Und wir sind voll.
Dann würde ich sagen, holen wir uns als erstes das stärkste Schwert im ganzen Spiel. Es wird wichtig sein, um die Gegner zu besiegen. Ein Neverwhite-Schwert, Freunde. Guckt euch das mal an. Super duper geil. Hat er noch irgendwas? Der Bogen ist ein bisschen Schmalspur irgendwie. Was haben sie hier noch? Ein bisschen Rüstung? Oh mein Gott, ja, wir müssen die Rüstung vollkriegen. Wir brauchen insgesamt 52 dafür. 70, glaube ich. 86 Smaragde. Wie sollen wir das schaffen? Ich hole mir mein erstes Rüstungsteil. Warte mal, das ist doch voll dumm. Der Typ verkauft doch hier Kisten. Ich kaufe mir mal eine Kiste. Ich will wissen, was eine Anime-Chest kann. Hä? Wir können uns bei dem Kisten kaufen. Wir sind doch voll dumm. Anime-Kiste. Ey, die bewegt sich sogar. Was verkaufst du? Ey, ein goldener Apfel. Cool. Aber der Rest ist voll Schmutz. Er hat mich abgezogen. Zeig du mal die nächste Kiste. Ich überleg gerade, welche ich holen soll. Wir machen einfach alle nach der Reihe, würde ich sagen. Falls wir die da kaufen können. Ich hab nicht so viel. Aber ja. Dann zeig deine Kiste. Was ist das denn? Eine Dreckkiste? Du bist ja voll abgezogen worden. Du bist ja voll abgezogen worden. Zeigen Sie her, Sir. Was haben Sie noch? Eine Steinkiste, okay. Was kann denn eine Steinkiste? Oh mein Gott. Ja gut, da ist halt einfach Stein drin. Und ein paar Steintools. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir haben schon bessere Sachen. Wie viele Smaragde hast du denn noch? Noch 25. Guck mal, ich hab das nächste. Achso. Okay, super Trash. Was ist das denn, ein Mülleimer? Da ist nichts drin, oder? Wenn man da jetzt Sachen reinlegt. Wie ein Mülleimer. Du bist so intelligent, Weißt du das? Ja, oh, die sind echt weg. der hat die geschreddert. Voll geil, böse. Man kann seinen Müll da reintun. Ey, ich find die voll geil, die Kiste. Ich hab voll viel Müll. Nee, warte mal, vielleicht ist das gar kein Müll. Also das können sie mitnehmen, aber den Rest lassen sie mal da drin. Das kann ich vielleicht tauschen. Dann haben wir als nächstes einfach die Glaskiste. Was auch immer die kann. Heilige Glaskiste, was kannst du? Ey, guck mal, die Gegenstände sieht man sogar dadurch. Nee. Aber die sind da gar nicht drin. Ey, das ist voll Fusch. Nächste Kiste, was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Lapis Lazuli Chest. Gucken, was die so kann. Stellen wir hier hin und wir kriegen ganz viel Lapis Lazuli. Das brauchen wir doch für Sachverhexen, oder? Lapis? Ja. Ja. Was kann eine Zombie-Truhe? Oder eine Copper-Chest? Was ist das? Ich brauche direkt mal eine Eisenkiste mit. Ich glaube, bei einigen Kisten ist relativ klar, was da drin ist. Zombie-Kiste, Chopper-Kiste und Eisenkiste. Gucken wir mal in die Eisenkiste rein als erstes. Ja gut, da ist Eisen drin. Ey, wartet mal. Ich brauche ja sogar Eisen. Ich brauche mal eine kleine Rüstung hier. Ich bin fertig. Warte, ich guck sofort. Ich muss mal kurz hier ein paar Sachen geben. Ey, die Hosen brauche ich überhaupt gar nicht. Oh Gott, was ist das? Du bleibst hier vorne stehen. Ja. Nicht gucken. Weil ich will nicht sterben. Du bleibst hier vorne stehen. Nein, du stirbst nicht. Okay. Es ist nichts passiert. Es geht einfach nicht. Arbeite nochmal dran. Wir gucken die anderen Kisten derzeit an. Hier haben wir ganz viel Rohkupfer. Ey, da sind Schlüssel drin. Blitzstab, was ist denn Blitzstab? Hört sich irgendwie krass an, ich nehme mal mit. Und eine Zombie-Kiste, Freunde. Da ist einfach eine Lederkappe drin, die werde ich gleich anziehen. Ich sag dir ganz ehrlich, die meisten Kisten sind voll Schmutz irgendwie. Wo ist denn diese Lucky-Block-Kiste? Ich glaube, ich kaufe die jetzt mal. Ja. Die anderen sind voll langweilig. Warte, was waren da noch für Kisten? Eine Trap-Chest, was ist das? Hoffen wir auch mal kurz. Emerald-Chest? Ey, wenn da jetzt Emeralds drin sind, sind die ja voll dumm. Dann verkaufen die uns einfach welche und wir können gleich neue kriegen. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt drauf. Was kann diese Trap-Chest? Ey, da ist nichts drin. Es ist dunkel geworden. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Du wurdest getrappt. Oh mein Gott. Dann machen wir als nächstes die Emerald Chest. Da sind echt Emeralds drin. Ich werde angegriffen. Hilfe! Ich sterbe! Du bist ich bin getrappt! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich habe nur noch ein Leben. Ich habe nur noch ein Herz. Sorry, aber ich bin fertig diesmal. Diesmal wirklich. Alter, was war das denn? Also ich gehe jetzt nirgendwo mal hin. Ich will nicht sterben. Ich bin fast umgebracht worden. Ich habe eine kleine Überraschung. Jetzt funktioniert das. Ja, zeig mal die Überraschung. Tada! Ey, du hast Kisten erzeugt. Wie cool. Das sieht geil aus. Kann man eigentlich Kisten abbauen und da ist wieder das drin, was vorher drin war? Ja. Das wäre ja die Meta.
Ja, guckt euch das an, Freunde. Ich habe einen Weg gefunden, wie wir unendlich viele Emeralds bekommen. Oh Gott, ich habe eine Lucky Block Chest geworfen. Oh mein Gott, was ist da drin? Einfach eine Diamantenhose direkt. Und Diamantenzeug, weg damit und her damit. Das heißt, wenn wir die jetzt wieder hinlegen, kommt da wieder Stuff raus. Wieso hast du zwei direkt? Nicht. Oh mein Gott, Obsidian ist da einfach drin und der anderen ist einfach ein Wächter drin. Und River Skelettschädel. Mein Lieblingsspielzeug. Wir müssen da gleich gegen kämpfen. Aber mein erst wenn wir geile Sachen haben. Schau mal. Was ist das? Ey, pass doch auf, Mann. Aua. Komm schon. Jetzt aber. Lucky Block Chest und... Oh, ich krieg nur Mutz. Schmutz. Mutz? Was ist der Mutz? Wir haben ganz unten eine Demon Chest. Soll ich die mal kaufen? Ich kauf die mal. Ja. Hört sich sehr interessant an. Eine Hackerkiste. Okay, da bin ich auch gespannt drauf. Und eine Drachenkiste. Boah, was kann die denn? Also das ist schon heftig. Dann haben wir noch eine Legendary Chest, die machen wir gleich auf. Eine Diamantenkiste, die brauchen wir auch unbedingt. Dann spawn die Diamantenkiste. Oh mein Gott, die sieht wunderschön aus. Und wenn da keine Diamanten drin sind, da weiß ich auch nicht mehr. Ey, da ist nur einer drin. Das ist ja eine komplette Abzocke. Das lohnt sich überhaupt nicht. Oder abgezockt. Da war nur ein Diamant drin, du bist ja mega abgezockt worden. Aber guck mal, was ich auch noch habe. Bam! Eine Hackerkiste. Warte, ich habe auch eine. Ich will auch eine werfen. Was ist da drin? Oha! Oh mein Gott. Ich wurde abgezogen. Da ist ja gar nichts drin. Jetzt ernsthaft? Nein, da sind mega OP-Sachen drin. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Guckt euch das an. Schutz 4, Wasserläufer 3, Seelenflitzer 3, Federfall 4, Haltbarkeit 3. Und dann haben wir noch voll die geilen Sachen auf den... Was für Tools hattest du denn? Ich hatte Spitzhacke. Ja, ich auch, aber ohne Helm. Ja, ich hatte auch keinen Helm. Stimmt, wir können die kaputt machen und wieder spawnen. Müssen ja gar keine kaufen. Ey, ich habe einen Helm drin. Ich auch und eine Schaufel. Stimmt, ich hatte auch eine Schaufel drin, aber die habe ich gar nicht mitgenommen. Ey, wie geil, Leute. Das ist ja mega overpowered. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. So lange, bis wir die geilsten Gegenstände haben. Das ist ja fast wie Cheaten hier in dem Spiel. Jetzt habe ich eine Hose drin. Ich habe die Axt drin. Hä, wie das hier aussieht. Wir sind einfach die besten Sachen im Spiel drin. Und liegen hier einfach alle so rum. Ey, das brauche ich auch nicht mehr. Okay, macht euch bereit, Freunde. Für die nächste Truhe. Die Dämonentruhe. Was kann die? Oh mein Gott, wie sieht die schon aus? Tschüss. Was da drin? Enderkristalle, mein Lieblingsspielzeug. Und ein Wither-Skelett. Wir können gleich einen Wither erschaffen. Aber wir haben keinen Fernkampf. Haben wir wirklich nicht. Egal, ich mach die nächste Kiste. Ich glaube, das ist die letzte Kiste, die es überhaupt gibt. Guck dir das an. Die Enderdrachenkiste. Und da drin ist alles, was wir brauchen vom Portal. Naja, nicht wirklich. Aber fast alles. Nehmen wir die ganzen Enderaugen mit. Geil. Ich kann dir gleich einen Trick zeigen mit dem Wither. Ja. Ey, ich habe eine geile Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Bau mal den Wither auf. Nein, nicht hier. Und ich werde was anderes platzieren. Doch, doch, mach mal hier. Mach mal hier, ich habe was vor. Warte. Ich habe ja auch noch was dabei. Platziere den Wither. Du wirst es auch nicht bereuen. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, der Wither ist erschaffen worden. Und jetzt kommt einfach der Wächter. Oh mein Gott. Der greift. Kämpfen die gegeneinander? Nein, der greift uns an! Oh nein, was eine dumme Idee! Hilfe! Ja! Nein, ich wollte, dass sie gegeneinander kämpfen! Wither, gehen Sie bitte wieder! Nee, warte, ich meinte Wächter! Ey, der greift mich nicht mehr an! Ich bin weggelaufen! Bei mir ist gerade hell! Aber der Wither tötet gerade alles! Oh, du bist leider tot! Das tut mir überhaupt nicht leid! Ey, der Wanderer ist hier! Vielleicht sollten wir ein bisschen abhauen! Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Hier kommen auch jede Menge Zombies. Hilfe. Dabei haben wir doch voll die geilen Sachen gerade am Start. Weißt du noch, wo das Portal ist? In der Höhle? Ja, das ist über der Höhle drin, du hast recht. Aber mir ist schon wieder hell. Dann kommt mal her, meine großen Zombies. Ihr sollt sterben. Was war das gerade? War das der Wither? Oder war das der Wächter? Das war der Wither. Alter, der hat hier alles abgebaut. Ich muss den Bogen kaufen, diesen Schmutzbogen. Was macht der? Der baut hier alles ab. Okay, den Bogen habe ich. Bin wahrscheinlich gleich tot. Kann ich weiter handeln. Ja, der kann mir gar nichts anhaben. Der zockt mir nur voll langsam Energie ab, ne?
Was ist, wenn wir einfach abhauen? Ja, vielleicht sollten wir wirklich einfach abhauen. Das Dorf ist eh schon verloren. Ja. Das Dorf ist wirklich verloren. Das Portal steht auf jeden Fall. Okay. Ja gut, Freunde, dann lasst uns mal den Drachen besiegen. Und das nur mit Gegenständen aus Kisten. Aus Superkisten. Oh Gott, da müssen wir rüberbauen. Ja gut, dann bauen wir mit Dreck mal eben rüber. Der Drache ist bestimmt voll sauer auf uns. Jetzt können wir uns hier durchbuddeln. Und in Nu sind wir oben. In der Drache, du wirst sehen, was du davon hast. Wir kommen mit richtig geilen Sachen an. Mit den Sachen aus den Truhen. Ich sollte mir die Hacker-Chest gleich nochmal bedienen. Gib mir ein bisschen Rückendeckung. Ich muss nach oben bauen. Kann sein, dass der ein bisschen sauer ist. Wie versuch ich. Der greift mich immer an hier. Ja, ja, das ist gut so. Ich glaube, die Rüstung müsste stark genug sein. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Anscheinend mag er mich nicht. Um nicht zu sterben, wollte ich sagen. Das war ganz schön knapp. So, Feuer ist aus. Das nächste Feuer wird jetzt kaputt gehen. Feuer! Okay, ich bin irgendwie nicht so gut da drin. Killst du den Drachen schon? Nee. Müssen wir nicht erst die Feuer dafür ausmachen? Doch, ja, aber ich dachte, ich soll ihn ablenken. Ja, ja, lenk ihn weiter ab. Sehr gut. Schieß einfach auf die Feuer drauf. Aber ich bin nicht der Beste da drin. Gott. Ist hier nichts kaputt? Okay. Kaputt. Feuer. Das da hinten muss auch noch ausgeschaltet werden. Oh mein Gott. Es sind nur noch zwei Stück. Wow, ich wurde angegriffen. Ich auch. Schnell kaputt machen. Ist es kaputt? Das heißt, es ist Gutes. Wir haben echt fette Resistenz, muss ich schon sagen. Ich krieg echt fast gar keinen Schaden hier. Du kämpfst schon gegen den Drachen. Perfekt. Boah, der hat hier alles voll gemacht. Schnell auf den Drachen drauf. Hauen wir ihn weg. Oh mein Gott, der kriegt so viel Schaden, Leute. Guckt euch das an. Diese Gegenstände aus den Truhen sind doch super duper geil. Okay, ich glaube, den haben wir jetzt. Ziel auf den Kopf. Und 3, 2, 1. Und... Oh Gott, der lebt immer noch. Das ist echt für Bummis hier gemacht. Ich sag's euch, Freunde. Let's go, wir haben es geschafft. Du mit den Sachen aus Truhen heraus. Haben wir einfach den Enderdrachen besiegt. Ich nehme alles zurück. Ja. Die Sachen sind doch voll geil gewesen, die wir hier bekommen haben. Besonders die Rüstung gefällt mir einfach mega gut. Man hat gar keinen Schaden bekommen. Ja gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare rein, was wir noch so machen können. Ich sterbe hier fast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.